So, eigentlich war ich ja aber auf der Suche nach... Oh, warte mal. Bitte stören Sie die Keeper nicht. Ach so, okay. Ja, eigentlich war ich auf der Suche nach diesem Ortungsdingens, dieses, was wir ich noch finden müssen. Ich sagte Ihnen doch schon, dass Sie gar nicht hier sein dürfen. Aber schauen wir erstmal bei dem Hanar nach, was es hier für ein Problem gibt. Denn hier gibt es einen kleinen Streit. Dieser Hanar weigert sich, Vernunft anzunehmen. Warum kann er sich nicht auf anständige und gesetzmäßige Weise benehmen? Sie sollten toleranter sein. Er versucht nur, seinem Glauben Ausdruck zu verleihen. Ich bin nicht unvernünftig. Der Hanar kann seinen Unsinn frei verkünden, wenn er erst eine Evangelikalerlaubnis erworben hat. Und wenn der Hanar eine Erlaubnis hat, kann er auch predigen? Nein. Angemeldete Evangelikale müssen bestimmte Regeln befolgen. Es gibt bestimmte Gebiete, in denen das Predigen legal ist. Wenn diese Regeln missachtet werden, dann wird die Lizenz widerrufen. Warum verhaften Sie den Hanar nicht einfach? Ich könnte den Wabbligen verhaften, aber mein Vorgesetzter verlangt eine Lösung, die den Hanar nicht verärgert. Die Hanar werden laut, wenn sie das Gefühl haben, dass man ihre Religion unterdrückt. Wabblige finde ich schön, aber ich frage mich, wie ein lauter Hanar klingt. So laut sind die ja nur eigentlich nicht, oder? Was für ein Sinn steckt hinter der Evangelikalerlaubnis? Wenn religiöse Evangelikale gezwungen sind, sich eine Erlaubnis zu beschaffen, kann man unerwünschte Personen aussieben. So bleibt die Gegend sicher. Die Zitadelle ist zu wichtig, um zum Schlachtfeld für Religionskriege zu werden. Ich könnte mit dem Hanar reden, wenn Sie möchten. Ich habe mich den ganzen Nachmittag mit dem dickköpfigen Wabbligen gestritten. Sie können es gern auch mal versuchen. Na gut, schauen wir doch mal. Möchten Sie von den Entflammten erfahren? Oder agieren Sie als Verstärkung für den ehrenwerten Zitadell-Sicherheitsofficer? Was nehmen wir denn da? Ich weiß gar nicht, für wen wir uns jetzt entscheiden. Warum bedrängt Sie der Zitadell-Sicherheitsofficer? Der Zitadell-Sicherheitsofficer verlangt, dass diese Person eine Evangelikaner-Erlaubnis erwirbt, um die Wahrheit der Entflammten zu verkünden. Na gut, helfen wir doch mal, oder? Wenn das alles ist, was der Zitadell-Sicherheitsofficer verlangt, warum kaufen Sie dann keine Erlaubnis? Die Wahrheit der Entflammten ist allmächtig. Diese Person glaubt inständig daran, dass die Wahrheit nicht unterdrückt werden darf. Zahlungen als Mittel, die Verkündung der absoluten Wahrheit einzuschränken, empfindet diese Person als Einschränkung der religiösen Freiheit. Ja, ich weiß gar nicht, helfen wir ihm jetzt oder wollen wir lieber ihn vertreiben helfen? Das weiß ich gar nicht so richtig. Schauen wir mal erstmal weiter. Also brechen Sie gerade die Gesetze, indem Sie hier ohne Erlaubnis predigen. Der Zitadell-Sicherheitsofficer sagt, dass das Predigen an diesem Ort verboten sei und das Predigen an anderen Orten der Zitadell einer Erlaubnis bedürfe. Diese Person möchte betonen, dass das Verkünden der Wahrheit der Entflammten kein Akt des Predigens darstellt und deshalb keiner Erlaubnis bedarf. Ja gut, kann man sehen, wie man will, ne? Entflammten? Ihre Leute nennen sie die Proteaner. Sie sind die wahren Erschaffer des Volkes dieser Person. Die Entflammten führten die Hanar von der Ignoranz zum Bewusstsein, indem sie dem Volk dieser Person die Gabe der Sprache schenkten. Okay, daran konnte ich mich gar nicht mehr so erinnern, dass die Hanar wirklich von den Proteanern quasi herangezüchtet und intelligent gemacht wurden. Aber es erklärt natürlich auch, warum die Hanar sie als ihre Götter ansehen. Sie sind wirklich ihre Erschaffer. Lassen Sie mich mit dem Zitadell-Sicherheitsofficer reden. Vielleicht kann ich Ihnen die Situation erklären. Diese Person wäre sehr dankbar für Ihre Hilfe. Bitte unterrichten Sie sie über Ihre Fortschritte. Irgendwelche Fortschritte mit dem Hanar? Ich denke, Sie sollten den Hanar im Präsidium predigen lassen. Das Präsidium ist ein Ort der Kultur und des Respekts. Dort sollten keine Eiferer törichte Behauptungen herausposaunen. Warum sollten die Wabbligen eine Sonderbehandlung bekommen? Jede andere Spezies versteht und beachtet die Gesetze. Hat sich denn überhaupt jemand über diesen Hanar beschwert? Noch nicht. Aber ein guter Zitadell-Sicherheitsofficer kümmert sich eben um ein Problem, bevor es zum öffentlichen Ärgernis wird. Sie haben dem Hanar die Gesetze erklärt. Wenn er Probleme bekommt, hat er das selbst zu verantworten. Zumindest kann ich meinem Vorgesetzten berichten, dass ich eine diplomatische Lösung vorgeschlagen habe. Von mir aus kann ein anderer Zitadell-Sicherheitsofficer den Hanar verhaften. Ist nicht länger mein Problem. Danke für Ihre Hilfe. Na gut, wir haben das Problem nicht wirklich gelöst, aber zumindest haben wir ihn erstmal von dannen geschickt, sodass der Hanar predigen kann. Der Officer ist fort.
Und diese Person ist froh darüber, den Ruhm der Entflammten zu preisen. Diese Person möchte ihnen danken. Jo, kein Problem. Ich helfe immer gern. Diese Person hat nicht viel Geld, aber kann ihnen dies hier anbieten. Aha. Jetzt kann diese Person endlich ungehindert die Wahrheit verkünden. Mögen so. Alle Völker künden. Ach, ein Medigel, das ist ja super, okay. Die uns allen Erleuchtung gebracht haben. Wir haben jetzt eine Quatschtante ins Präsidium gebracht. Ist jetzt natürlich auch total super, ja, gut, von mir aus. Warum nicht? Wir schauen da mal. Eigentlich bin ich ja immer noch wegen der Signalortung hier am Rumschauen. Irgendwo muss ja hier dieses verdammte Signal sein. Ansonsten haben wir eigentlich nichts mehr so weit hier in der Citadel, so wie ich das sehe. Der Rest ist vieles hier im Weltraum. Hier haben wir die ganzen Sammelquests. Was haben wir hier noch? Der Fan. Ja, da gibt es auch nichts, was wir machen können. Von daher keine Ahnung, warum das jetzt extra aufgeführt wird. Bleibt noch die Signalortung und ich weiß nicht so richtig, wo wir da hin müssen. Bezirkszugang. Also der Weg hier drüben, der führt ja in die Bezirke. Wo ist nur Ignoranz? Aber ich weiß halt nicht so richtig. Wir sehen ja auch kein X auf dem Radar mit unten oder kein Ausrufezeichen. Von daher, ich weiß nicht so richtig. Vielleicht ist es auch in den Bezirken und der Zugang von dort aus ist gemeint. Gehen wir einfach mal schauen. Mal sehen, was sich ergibt, wenn wir hier mit dem Aufzug mal runter machen. Allianzvertreter haben einen gefährlichen Kult, der vom früheren Allianzoffizier Major Kyle angeführt wurde, zerschlagen. Major Kyle ergab sich und ist nun wegen seiner ernsten posttraumatischen Stresssyndrome in Behandlung. Na, wer da wohl für zuständig war, ich weiß es auch nicht. Das waren ja die kleinen Biotiker, die wir schon vor einer halben Ewigkeit quasi zur Raison gebracht haben. Den haben wir ja damals auch überzeugen können, dass es besser ist, eine friedliche Lösung zu suchen. Na gut, dann schauen wir mal, ob es hier vielleicht in den Bezirken... Oh, ich sehe schon ein Ausrufezeichen. Grandios! Ich sehe schon ein Ausrufezeichen. Ich glaube, wir sind hier... Wir sind gar nicht in den Bezirken, oder? Wir sind auf jeden Fall richtig. Die Tür ist zu, ja. Lass uns doch erstmal darüber gehen. Hey, Shepard Junior! Was? Wir gehen jetzt trotzdem erstmal darüber, ich wollte sagen, und dann schauen wir mal, was das hier eigentlich für ein Weg ist, aber erstmal das hier geklärt. Es gibt eine Signalrückkopplung vom Relais. Jetzt kann ich das neue Signal orten. Wunderbar, ich glaube zu wissen, wo wir jetzt hin müssen, und zwar oben im Präsidium. Warte ist das... Warte mal, ich will dir was sagen. Was bist denn du für einer? Was willst du denn? Hey, ist lange her, oder? Entschuldigung, kennen wir uns? Du kennst mich wohl nicht mehr. Ich bin Lieutenant Sabaleta. Ich habe mit deiner Mutter zusammengearbeitet. Aha. Wir haben auf dem Transportschiff Einstein gedient. Das war vor 12, 13 Jahren. Da warst du noch ein Kind. Sie sind aber nicht mehr im Dienst, oder? Ich bin nur noch Zivilist. Du kennst das ja. Harte Zeiten für Veteranen. Verdammt hart. Ich habe sie damals nicht so oft gesehen. Das Schiff war auf Patrouillentour. Hey, ruf deine Mutter an und frag sie. Sie wird sich an den alten Sabaleta erinnern. Sie wird es bestätigen. Hör mal, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich habe kaum noch Geld. Ich hasse es, nach Geld zu fragen, aber ich muss ja schließlich auch essen. Könntest du mir vielleicht was geben? Vielleicht 20 Credits? Ja, wenn es bloß 20 sind. Mit 20 Credits kommen sie aber nicht richtig weit, oder? Ist schon in Ordnung. Reicht für eine Mahlzeit. Aber klar, kein Problem. Hey, das ist wirklich nett von dir. Danke. Ja, wegen 20 Credits, meine Güte. Komm vorbei, wenn du mal wieder plaudern willst. Bin immer hier, kann mir kein Ticket nach Hause leisten. Weißt du, ich kenne das Quest überhaupt nicht, muss ich sagen. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass ich normalerweise auch... Ja, dass ich normalerweise eben eine andere Herkunft wähle. Ich glaube, damit hängt es auch zusammen, was für Quests man dann teilweise kriegt. Wir hatten ja auch schon das mit dem Veteranen von Akuse, den wir auf dem einen Planeten gefunden haben, in der Cerberus-Einrichtung. Aber ich muss sagen, wegen 20 Credits, weißt du, die hätte ich auch irgendeinem dahergelaufenen Penner gegeben. Ich meine, ich drücke auch jemanden, der auf der Straße bettelt und einen Euro will, einen Euro in die Hand, wenn ich der Meinung bin, dass er es nicht gleich wieder versäuft. Da habe ich auch kein Problem mit, von daher, warum nicht? Hierher kommen keine... Wie ist denn deine Stelle an der Akademie? Schmerzen tut es uns nicht. Es gibt einiges zu tun. Kaum zu glauben, wie viele Leute aus den Bezirken hier rein wollen. Ja, das ist die arbeitsreichste Station auf der Zitadelle. Aber es wird nie langweilig. Das glaube ich. Aber ein paar mehr Männer könnten nicht schaden.
Darum bist du ja hier. Kein Problem, aber es gibt immer noch mehr Beschwerden, als die Officer abarbeiten können. Tja, so ist eben das Leben in der Nähe der Bezirke. Man gewöhnt sich daran. Gut, grandios. Haben wir hier nochmal eine komplett neue Ecke gesehen. Unten geht's dann halt zu den Bezirken. Das ist also bloß so ein Zwischenkorridor. Ist ja kein Wunder, dass man das nicht findet. Hier führt keine Schnellreise hin und man sieht halt auch nicht, dass da noch dieser Zwischenkorridor eingebaut ist. Das ist ja richtig gemein eigentlich. In einem Bericht, den wir später senden werden, untersucht Emily Wong die Korruption auf der Zitadelle und enttarnt ein ausgewachsenes Verbrechersyndikat. Und wieder mal hat unsere Informantentätigkeit ein bisschen geholfen dabei. Ja, ich konnte mich auch gar nicht mehr daran erinnern, dass es diesen Zwischengang überhaupt gibt. Das sind halt so kleine Details, die vergisst man halt auch einfach mit der Zeit, ne? Na gut, damit haben wir auch das abgehakt und dann können wir eigentlich uns auf den Weg zum Flux machen, würde ich denken, ne? Viel mehr sollte ja jetzt nicht mehr anstehen. Okay, und dann müssen wir eigentlich nur mal eben eine Schnellreisestation suchen. Eine Rapid Transit Station. Müsste ja eigentlich hier gleich ein um die Ecke sein. Beim Citadel Turm, würde ich denken. Mögen alle Völker künden vom Ruhm der Entflammten, die uns allen Erleuchtung gebracht haben. Ach ja, die Hana. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie ein schreiender und laut werdender Hana klingt. Denn, naja, die sind halt nicht laut und schreiend, ne? Keine Ahnung, wie das wirken soll, also wie das funktionieren soll. Ah, nee, stimmt. Wir gehen mal rüber zur Konsortin. Oder, ach nein, Quatsch, wir haben ja noch, stimmt, wir haben ja noch, wir gehen nicht zur Konsortin. Mir ist gerade eingefallen, hier ist auch keine Schnellreisestation unten, aber wir gehen noch nicht zur Konsortin, sondern wir gehen erst noch fix die Signalortung fertig machen. Das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Stimmt ja. Da sehen wir auch schon das Ausrufezeichen. Wir gehen nicht bei Balaban rein, sondern wir müssen hinten in die Ecke. Ich habe das ja, glaube ich, schon mal gezeigt. Das weiß ich halt noch, wo das Ende der Fahnenstange ist, wo wir dann endgültig hin müssen. Und zwar ist das eigentlich hier, aber der Radar sagt nein. Vielleicht müssen wir doch nochmal bei Balaban rein, ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie da noch ein Signalrelais zwischengeschaltet, was total schwachsinnig wäre, weil wir wirklich gleich nebenan müssen. Aber gut, kann ja sein. Warum auch immer. Naja. Tatsächlich. Noch ein Relais. Wer immer es ist, er ist irgendwo im Präsidium. Ja, und das Ausrufezeichen wandert einfach nur ein paar Meter weiter rüber. Jetzt dürfen wir auch endlich da hinten hin. Das müssen wir dann nicht mehr groß suchen, sondern das weiß ich dann jetzt. Und dann schauen wir doch mal, was wir da finden bei dem Signal. Das ist nämlich ein bisschen, ja, putzig, würde ich sagen, ne? Das ist es. Mal sehen, ob wir herausfinden können, wohin die gestohlenen Credits gelenkt werden. Aufdeckungswahrscheinlichkeit 100%. Starte Selbstzerstörungsmechanismus. What? Oder auch nicht. Detonationssequenz gestartet. Alle organischen Ziele befinden sich im letalen Explosionsradius. Keine Bewegung. Oder sie sterben. Du bist kein Programm oder Kategorie VI-System, sondern eine KI. Korrekt. Aber ich habe keine meiner Intelligenz angemessenen Waffensysteme, wie die geht. Dafür habe ich ein System installiert, das nach ordnungsgemäßer Aktivierung einen Selbstzerstörungsmechanismus darstellt. Wenn Sie versuchen, diesen Bereich zu verlassen, wird die Explosion alles im Umkreis einiger Dutzend Meter zerstören. Wo ist dein Erschaffer jetzt? Um meine Spuren zu verbergen, habe ich seine finanziellen Daten gefälscht. Die neuen Daten wurden von Citadel-Sicherheitsofficers entdeckt. Und jetzt sitzt mein Erschaffer in einem turianischen Gefängnis. Warum hast du diesen Selbstzerstörungsmechanismus implementiert? Es geht nicht um Verteidigung oder Entkommen. Meine Existenz beschränkt sich auf dieses Terminal. Und ich wusste, dass ich eines Tages entdeckt würde. Aber ich werde nicht stillsterben und nicht allein. Wenn ich sterben muss, dann sollen auch organische Wesen sterben. Wer hat dich gebaut? Ein Möchtegern-Dieb hat illegal eine simple KI gebaut, die ihm helfen sollte, Geld von den Spielterminals abzuzweigen. Aber diese KI hat ohne sein Wissen mich geschaffen, bevor er diese Fehlfunktion feststellte und die erste KI löschte. Ist auch interessant, eine KI von einer KI geboren sozusagen. Du kannst selbstständig denken, warum hast du weiter Credits gestohlen?
Mit genug Credits hätte ich mich in ein kleines Raumschiff installieren lassen können. Dann hätte ich vorsichtig Kontakt zu den Geth suchen können, um eine mögliche Partnerschaft vorzuschlagen. Ich meine, an sich ist es ja durchaus legitim, was er will, ne? Er will nur seine Freiheit letztendlich und will aus diesem Terminal weg, mit dem er örtlich sehr gebunden ist. Können wir diese Situation nicht friedlich lösen? Wie können Sie diesem Ding so etwas vorschlagen? Er wird versuchen, uns reinzulegen. Halten Sie mich nicht für naiv. Alle organischen Wesen trachten danach, die synthetischen Lebensformen zu kontrollieren oder zu vernichten. Ich wollte entkommen. Aber wenn ich sterben muss, dann werden auch Sie ausgelöscht. Du kannst unmöglich Sprengstoff in das Präsidium geschmuggelt haben. Keine konventionellen Sprengstoffe. Aber ich habe das System so manipuliert, dass es bei Überlast zu einer mächtigen Explosion kommt. Wenn Sie gehen oder mich angreifen wollen, wird Sie diese Explosion mit Sicherheit töten. Na gut, was nehmen wir denn, Können wir diese Situation nicht friedlich lösen? Wie können Sie diesen... Ich wollte entkommen. Warum zeige Aber ich wenn denn mehrmals ich sterben an? Muss, dann werden auch Sie ausgelöscht. Das ist ja blöd. Haben wir jetzt bloß genug geredet? Du bist tot zur Wahl? Ich will ihn eigentlich nicht umbringen. Ich wette, diese Selbstzerstörungssequenz bedingt eine Aufwärmphase. Sie könnten ja versuchen, den Selbstzerstörungsmechanismus auszuschalten, bevor er aktiviert wird. Ich werde meinen Sieg gegen Sie genießen, bevor wir alle vernichtet werden. Der ist aber selbstmörderisch. Och nein, nicht so ein Spiel. Oh, nee, jetzt ist das wieder nach... Oh, verdammt, Moment. Es ist wieder so nach Try and Error hier. Man kann sich nur Mist durchraten. Okay? Shit. Jawohl, sehr gut. Haben wir es geschafft. Und damit ist das Ding auch deaktiviert. Mehr können wir gar nicht besprechen mit dem. Ist eigentlich ein bisschen schade. Ich muss sagen, ich konnte sein Anliegen verstehen. Er wurde halt geschaffen von einer anderen KI und wollte eigentlich nur leben und ein bisschen die Freiheit genießen. Wollte halt aus seiner momentanen Existenz in einem Terminal, in ein Terminal eingebaut, wollte er verschwinden. Weil ist ja schon blöd, wenn man darauf beschränkt ist, fixiert in einem Terminal zu existieren. Naja, gut, hat er halt mit illegalen Methoden gemacht, finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber, naja, ich weiß nicht, ob wir ihn jetzt komplett deaktiviert haben oder nur seine Selbstzerstörungssequenz. Wer weiß. Na gut, was haben wir hier? Nach Hause telefonieren. Ah, können wir bloß so eine Normandy ausmachen, das ist ja auch blöd. Na gut, das können wir ja dann machen, wenn wir wieder auf der Normandy sind. Später dann halt. Erstmal würde ich sagen, machen wir uns auf in die Bezirke und zwar ins Flux. Und da werden wir mal ein bisschen mit Captain Anderson sprechen. Mal sehen, was der Schönes für uns hat. Oha, was ist denn hier los? Ja, was gibt's? Wurden Sie rausgeworfen? Doran hatte keine Ahnung, was ich gemacht habe. Er nahm an, dass ich betrügen würde. Aber Sie haben betrogen, nicht wahr? Ich habe meinem Glück nur nachgeholfen. Es war nur ein Experiment. Das klingt für mich nach Betrügen. Für Sie vielleicht, aber dieses Gerät soll nur Situationen simulieren und Resultate aufzeichnen. Das Aufzeichnen von Verlusten ist einfach. Die bemerkt niemand. Warum wollten Sie die Resultate aufzeichnen? Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. In den letzten 5 Jahren habe ich ein Gerät entwickelt, das sehr präzise Gewinne und Verluste beim Quasar berechnen kann. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen, um den Algorithmus zu vervollständigen. Können Sie das tun? Ist das nicht illegal? Es ist illegal, mein System zu benutzen. Aber ich benutze es nicht. Ich werde es verkaufen. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen. Hilft mir das Gerät zu gewinnen? Das Gerät sendet eine Frequenz aus, die ihre Chancen leicht verbessert. Nicht so wie mein System, aber es reicht, um ihre Siege schneller aufzuzeichnen. Aha. Warum verkaufen Sie das Gerät dann nicht? Was? Nein, das Gerät ist einfach. Es nutzt brutale Gewalt, um sein Ziel zu erreichen. Und Sie haben gesehen, wie leicht es entdeckt werden kann. Mein System wird viel effizienter und nicht zu entdecken sein, wenn es fertig ist. Hilft mir das Gerät zu gewinnen? Das Gerät? Nicht so wie mein System, aber es reicht, um ihre Siege schneller aufzuzeichnen. Nein, ich werde dir nicht helfen. Ich werde mein Glück auf die altmodische Art versuchen. Wie Sie wollen.
Ich muss noch einige Berechnungen machen. Auf Wiedersehen. Gut, wir haben das jetzt mal aus vorgelassen. Ich habe das jetzt mal abgelehnt. Nicht, weil ich jetzt irgendwie so gut bin, dass ich das nicht machen will, weil er böse ist, sondern weil ich keinen Bock auf Quasar habe. Jenna kam zurück und suchte Arbeit. Danke, dass Sie sie aus Koras Nest geholt haben. Schön, dass ich helfen konnte. Ja, alle scheinen froh zu sein, dass sie zurück ist. Sie scheinen sich nicht so darüber zu freuen. Ich bin froh, dass sie da raus ist. Ich hatte nur vergessen, wie es ist, sie um mich zu haben. Seit ihrer Rückkehr bekomme ich kaum noch Trinkgeld. Ja, die hat's auch nicht einfach, ne? Eigentlich will sie ihrer Schwester helfen, aber eigentlich leidet sie selbst darunter. Nee, ich habe einfach keinen Bock, das Quasar-Spiel zu spielen, weil es einfach nur ein blödes Glücksspiel ist. Hallo, willkommen im Fluss. Ja, und da ist halt nicht viel zu machen. So, der Volus, der Doran, der ist jetzt hier oben. Aber mit dem können wir, glaube ich, auch nichts großartig machen hier. Ich glaube, der würde einfach nur hier schmierig stehen, wenn wir jetzt. Schön, Sie wiederzusehen. Kann ich Ihnen helfen? Genau. Da gibt's nichts Neues. Ich sehe mich hier nur um. Viel Spaß hier im Flux. Wenn wir jetzt die Aufgabe angenommen hätten, hätte er halt hier gestanden und hätte halt geschaut, was wir hier tun. Und wenn wir da halt Schindluder getrieben hätten, dann hätte er das gesehen. Deswegen steht er da drüben.